Hey na, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 11. Wir sind mal wieder immer noch auf Three Paths, also bei der Mission Three Paths aus Chains of Promathia. Und haben dort aber die Routen von Tenzin und von Ulmia abgeschlossen. Uns fehlt jetzt nur noch die zweite Hälfte von Louverans. Und nachdem wir fertig waren in der Oligoron Range, haben wir dort noch eine Snow Lily gefarmt. Die werden wir ja brauchen. Falls ihr keine habt, besorgt euch eine. Und ja, wir nehmen jetzt das Survival Guide nach Movalpolos. Das heißt einmal Chains of Promathia Areas und hier müsste das irgendwo drin sein. Olton, Movalpolos. Ach, das ist eine schöne Karte, ne? Immerhin die Musik da ist fancy. Es gibt erstmal ein Cutscene. Okay. Wir wurden hier hingeführt, weil Joran Oran feststellte, dass da irgendwie Gusterberg-Bodenproben an dieser Statue drin war, die aus dem Meer geborgen wurde. Also an dieser Promathia-Statue. Ja, und hallo. Die Moblins, die hier wohnen, ich glaube, es sind Moblins, ne? Das sind scheinbar. Na, Goblins sind hier auch bei. Okay, aber das sind scheinbar Verehrer von Promathia. Und die suchen Promathia auch hier unter der Erde, deswegen machen die hier diese Ausgrabungen. Deswegen sind die hier. So, wir rufen einmal die Truss, weil wir wissen ja nicht, was hier auf uns zukommt. Ich habe einfach mal Ramon genommen. Wir werden hier aber versuchen, mit dem Spectragic an durchzulaufen. Ich weiß gar nicht, wie hier die Level sind. Too weak to be worthwhile. Okay. Auch die da? Tatsache. Gut. Dann halten wir uns mal östlich. Das ist wie gesagt eine wunderbare Karte hier. Und wir versuchen dorthin zu kommen, glaube ich. Mal schauen. Ich hoffe, der Plan geht auf. Ich muss nämlich gestehen, ich kenne mich hier nicht allzu gut aus. Und hoffe einfach, dass die Karte reicht. Sagen wir es so. Speziell in der zweiten Hälfte des Areals, die da hinten dann käme. Da ist schweres Durchkommen, gerade alleine, weil man irgendwie irgendwelche Schalter betätigen muss mit mehreren Personen und sowas. Aber dafür haben wir die Snow Lily. Dann kann uns nämlich ein Moblin, kann uns einfach dahinter teleportieren. Und zudem müssen wir halt hinkommen. Das ist unser Ziel. So, hier einmal so drüber. Dass wir nach Nordosten hier aus diesem Stück rauskommen. So, und wenn meine Informationen stimmen, müsste hier jetzt der NPC irgendwo sein. Ah, sehr schön, da ist er. Sehr schön, sehr schön. Also kann sein, dass wir hier kämpfen müssen. Aber wenn ihr Truss rufen müsst, dann stellt euch am besten da unten auf die Plattform oder sowas. Weil das ist ein NPC, der Rakorok. Aber wir suchen den Tanotif. Tanotik heißt er. Gut.
Wenn wir Invisible weg. Mal ansprechen. Genau, der will Goody haben. Und Goody haben wir. Goody ist nämlich die Snow Lily. Let's go. So, und bevor jetzt irgendwas gemacht wird, wir sind jetzt nämlich schon hier im Mineshaft etwas drin. Und da vorne ist der Eingang zum Battlefield. Wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus und klicken diesen Homepoint an. Das ist wichtig. Wir müssen hier nämlich nochmal hin. Und da wollen wir dann auf jeden Fall die Möglichkeit haben, zum Homepoint zu reisen. Sonst müssen wir nämlich wieder eine Snow Lily besorgen. So, einmal den Homepoint anklicken. Check. Das ist dann das zweite Areal. Und hier an diesen runden Plattformen, da kommt man halt immer nur von einer bestimmten Seite durch. Ich glaube, von hier aus kommt man aber so relativ gut über diesen Weg hier zurück. Und hier ist sogar ein Geomagnetic Found dann zu finden. Aber das ist was für ein andern Mal. Falls überhaupt. Gut. Ja, hier ist ein Battlefield. Ihr habt schon mitgekriegt. Also, let's go. Der Shaft Entrance. A Century of Hardship. Nein, die machen den Promethea Dance. Ja, okay. Sie greifen die Kinder Altanas an. Weil sie ja natürlich Promethea verehren und nicht Altana. Also sehen sie Altana und ihre Kinder als Feinde. Und Zelteos halten sie wohl für die Wiedergeburt Prometheas. Deswegen verehren sie den gerade. Gut, hier drin erstmal natürlich die Trust rufen. Die Tarotaro sind gerade hinter Zelteos noch, ja, ne? Die wollen den gefangen nehmen. Und stürmen deswegen einfach rein. B. Mit Doppel B. Oh. Geh mal lieber hier hinten auf. Den da. Na los. Da. Ja.
Ah, da sind noch zwei. Das sind aber viele. So, Punkt. Na los, Spiel. Na los. Ja, der Jabos ist Freund von diesen Moblins. Und mag das natürlich jetzt gar nicht, dass die angegriffen werden. Ihm gefällt aber auch nicht, dass sie ihn verehren. Weil er erkennt, dass das nicht Promathia ist. Das treibt so einen kleinen Keil zwischen die gerade. Und sie suchen die Statue. Das erklärt zumindest, warum diese Statue Rüsterberg Boden an sich hatte, wenn die hier im Boden vergraben war, ne? Okay, und dann geht's nach Bearstock. Ich mag jetzt nochmal hier gerade schauen, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben. Vom Ausgang hier. Ich weiß nicht, wo wir rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, da oben. Das ist ein bisschen doof. Ja. Wir werden hier jetzt aber tatsächlich noch was farmen, eine Kleinigkeit. Das heißt, ruft hier doch mal eure Trusts hier draußen. Wir brauchen einen Gold Key. Na halt, Römer braucht man nicht. Aber Nanamigo kann man nehmen. So, dann kämpfen wir hier ein bisschen. Von was droppt er denn? Okay, von allem. Alles Goblin Moblin. Da ist schon einer. Sehr schön. Das ging schnell. Gut. Dann können wir von hier aus jetzt den Homepoint verwenden. Homepoint. Den Warpring.
Und wir müssen einmal kurz zu Sid. Und danach wieder zurück. Das heißt, von hier aus jetzt einmal den Homepoint nehmen nach... Nach. Mamas Best Dog. Metalworks, Homepoint 1. Genau, also der Gold Key, der ist gleich wichtig. Wir müssen nämlich, und wie gesagt, wenn wir bei Sid waren, noch einmal dorthin. Und dann brauchen wir den. Dann müssen wir den dahin traden. Okay. Der Jabos, der Geiger, ist zu den Moblins wieder rein und ja, wurde angegriffen. Während Goblins wohl hier im Bastog ihr Unwesen getrieben haben. Okay, wir können jetzt aber den Homepoint direkt da reinnehmen. Das ist das Schöne. Das heißt, das ist unter Gustaberg. Nicht Gustaberg. Mobile Polos ist extra, okay. Jutta Mobile Polos, Homepoint 1. Und deswegen haben wir diesen Homepoint geholt. Mal direkt reinzonen in diesem Mineshaft Nummer 2716. Und zum Shaft Entrance traden wir jetzt den Gold Key. Und hier steht, und die Information gehe ich mal an euch weiter. Falls ihr disconnected während dieser Cutscene, habt ihr diesen Gold Key verloren. Aber ihr könnt dieses Tor dann einfach nochmal anklicken und dann kriegt ihr die Cutscene nochmal. Okay, die Moblins haben tatsächlich hier einen Eisengiganten in Licht gebadet gesucht. Alexander. Könnte sein, dass der Protokristall von Alexander dort unten irgendwo eigentlich ist. Oder war. Jetzt gibt es hier ein bisschen ja, ein bisschen Schöpfungsgeschichte, ne?
Promathia ist gestorben, lange bevor die Beastmen geboren wurden. Also können die Beastmen gar nicht seine Kinder sein, so in etwa. Ja, und sie fühlen sich jetzt hintergangen und verstoßen ihn. Der Arme. Oh, Title Drop. The Chains of Promathia? Naja. Oh, okay. Sind wir jetzt vorne oder hinten? Wir sind hinten wieder. Ach. Der Warpring ist auch noch gar nicht wieder ready. Ach. Ach. Und nun? Ah, was machen wir denn jetzt? Ich würde eigentlich die Route gerne noch beenden in diesem Part, wenn ich ehrlich bin. Wir können von hier aus jetzt nur nach Westen zurück. Und dann kommen wir zum Eingang. Ja, das können wir versuchen. Dann laufen wir halt bis zum Buch. Mach mir den Spectragic an hier. Ich weiß nicht, was schneller geht. Warten oder... Oder laufen. Versuchen wir es mit dem Laufen. Komm ich hier rüber? Oh ja, nice. Ihr könnt natürlich auch einfach den Warpring nehmen, ne? Wenn der ready ist bei euch. Go for it. Naja, so zeige ich euch ein bisschen was von dieser Umgebung. Hier ist ein Schalter, wenn ich richtig informiert bin. Wir drücken müssen und das geht schon nicht mehr auf. Ah. Ja, da werden wir was aggroen. Das will ich nicht. Das will ich vermeiden. Wir haben gerade keine Trust draußen. Gut, dann benutzen wir wohl doch einfach den Warpring, außer wir haben das Glück und das ist offen. Aber wir haben jetzt ein Tor, das wir passieren müssen. Oh, sieht gut aus. Ja, du müsstest diesen Furnace Hatch anklicken, damit sich das blaue Tor öffnet. Sonst könnte nämlich das rote offen sein. Genau, von hier aus sollte es aber easy sein. Na? Von hier aus kennt ihr den Weg?
Hier gibt es jetzt keine Wegversperrungen mehr. Das heißt, wir können jetzt einfach bis zum Buch laufen, geradeaus durch. Und der Warpring wäre wieder ready. Nö. Jetzt nehmen wir das Buch. Jetzt machen wir das. Das ziehen wir jetzt durch. Jetzt ist auch egal. So, da wären wir. Und ja, einmal nach Bastok, ne? Bastok Mines. Wir müssen zu Cid. Na, falls ihr den Warpring genommen habt, Metalworks. Ulmia Soulmate. Mhm. Dann bin ich mal gespannt, was wir gleich nach Leverance bekommen. Okay, also Metalworks, 1.1. Damit haben wir dann endlich diese Mission abgeschlossen. Nach wie viel Parts? Gefühlt 10 oder mehr. Okay, the Keeper of the Apocalypse is actually the reincarnation of the Twilight God. Also der Keeper ist die Wiedergeburt von Promathea. Ja, aber man will sich erstmal Bahamut widmen, weil er ja die Menschheit zerstören will. Ja, und so kommt alles zusammen. Wir haben die Mithras, wir haben den Magicide. Eigentlich alles, was wir brauchen. Ein Precious und Juno. Okay. Das heißt, es geht dann in Juno weiter. Und, wenn ich richtig informiert bin, genau. For whom the verses sung. Endlich haben wir diese furchtbare Mission abgeschlossen. Furchtbar, weil sie einfach so aufwendig ist. Ich finde sie nicht mal schlecht. Ich finde sie nur aufwendig. Also es hatte wenigstens diesmal nichts mit diesem blöden Tarotaros zu tun, ne?
Also, das ist ja schon mal ein kleiner Lichtblick. Ah, das war ein wesentlich interessanterer Routen dieses Mal. Okay, eine Sache noch. Bevor wir jetzt nach Juno uns verduften, um die Story weiterzumachen, schauen wir einmal noch nach Windows Woods, Homepoint 1. Wir können nämlich bei Peri Vashai, heißt sie ja, ne? Die Stammesälteste der Mitra, da können wir uns noch einen Trust abholen jetzt. Das heißt, den nehmen wir nochmal kurz mit. Und ja, ich würde sagen, danach beende ich dann auch diesen Part, weil der lang genug geworden ist. Aber eins nach dem anderen. Okay, wie gesagt, Peri Vashai. Ihr erinnert euch daran, das letzte Mal, als wir sie angesprochen haben, hat sie angefangen von Trust rumzufaseln. Das war so ein kleiner Hint. Jetzt ist es soweit. Shikari Z kriegen wir als Trust. Okay, über den Kampf gegen sie sind wir jetzt natürlich auf ewig verbunden. Ja, sowieso. Meine Güte, das reicht hin. Und das Ganze machen wir gerade übrigens, weil das verpassbar ist. Zumindest für eine ganze Zeit lang. Das heißt, wenn wir die jetzt nicht holen an dieser Stelle, dann haben wir nur noch ein paar Missionen Zeit, bevor uns sie verwehrt wird, bis wir komplett Promathia durch haben. So, Shikari Z. Da haben wir sie. Sie ist Dragoon Subdrop White Mage. Eine komische Kombi, aber es ist in Ordnung. Okay, ja, und damit würde ich sagen, begebe ich mich zurück an den Ort, wo wir immer alles anfangen. Windows Woods, Homepoint 3, oder? Nein, Homepoint 2. Genau. Gut, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Es kostet euch nämlich nichts und bringt mir viel und so. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.